Willkommen zu der Feuer- und Akrobatik-Show von Asakopto. Treten Sie ruhig näher, verbrennen Sie sich nicht. Wir entführen Sie heute in ein fernes Land und erzählen Ihnen eine Geschichte von einem Sultan. Einst war reich, doch die ganzen Goldvorräte wurden versoffen und verzecht, und nun ist er arm und hat nur noch wenig Gefolge. Und von seinen zwei Gefolgsleuten war das Juwel, eine wunderschöne Persönlichkeit von attraktiver Gestalt und unverkennbar Schönheit, alles, was das Herz begehrt, und zwar ich, der Narr! Ja! Und dann hat er noch eine schöne Tochter. Diese wollte er vermählen, um seinen Reichtum wieder zu mehren und somit die Staatskasse aufzufüllen. Doch die Tochter hatte etwas ganz anderes im Sinne. Sie mochte es viel lieber, im Lustgarten mit ihren Freundinnen zu wandeln. Zu vermählen kamen Recken aus dem Norden, dem Osten, dem Süden und dem Westen, um die Hand der Tochter anzuhalten und ihr Herz zu gewinnen.
klatschen? Ich glaube, die warten wohl auf Feuer da. Der so weit im Westen lebte, dass er aus dem Osten anreisen musste, um nicht zu spät zu kommen. Dessen Reichtum so groß war, dass er seine Seen mit Gold füllte und seine Truhen mit Wasser. Bodo! Ah!
Was ist da los mit der Prinzessin? Deswegen sahen der König und ich uns zu dem gezwungen. Einen Trank dunkelster Alchemie. Zu züchten den Superrecken. Und du würdest es niemals werden, da bin ich mir sicher. So stark, dass ich jedes Wald bezirzen könnte. Doch die wahre Bewirkung dieses Trankes war noch nicht ganz klar. Wer hätte geahnt, dass
Charme konnten sie zum Glück den König überzeugen und natürlich dem Geld, was die Kammerdienerin ihrem Maharaja geklaut hatte. Das war das Glück von Atacato. Ein ehrenamtliches Jugendsportprojekt und bieten in den Sommerferien einmal in einem Jahr ein Sportcamp an für Kinder ab 10. Das geht 2 Wochen und ist kostenlos. Und wir finanzieren uns durch solche Auftritte. Falls jemand von euch Interesse hat, kommt danach zu uns. Ihr könnt euch gerne anmelden. Und falls ihr bei dem Projekt noch etwas dazu tragen wollt, sind wir natürlich über etwas Hutgeld froh. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Abend und vielleicht viel Spaß mit einer Zugabe. Oh, ja. Ja, Zugabe! Wow. Papa, eine kleine Zugabe machen wir noch. Nein, hier nach. Nee, danach fahren wir aus. Nein, ist er noch. Ja, Lisa, fahr einfach nur Lisa. Ja, nur Lisa, das ist ich fahre nicht hier nach. Ja. Okay, Sie sehen nun, Max, lass doch mal die Fächer von Ihnen. Nicht weglaufen. Oh ja. Der Bürgermeister ist auch hier. Tja, siehst mal. Erste Taschentücher am Auto.